Stell dir vor, du wandelst durch die nebligen Wälder einer alten, vergessenen Zeit, wo jede Schattenbewegung und jedes Rascheln des Laubes ein verborgenes Geheimnis birgt. Inmitten dieser düsteren Kulisse lebt ein Förster, dessen Eidschwur zur Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Illusionen wird. Sein Meineid, gesponnen aus Lügen, führt zu einer unnatürlichen Todesgeschichte und hinterlässt eine mystische Spur. Die unverwesliche Hand, ein Symbol seiner unausweichlichen Schuld. Was, wenn unsere täglichen Wahrnehmungen selbst bloß Illusionen sind, geschickt verwoben, um uns in einer trügerischen Realität zu halten? Bist du bereit, die Schleier zu lüften und die Schatten deiner eigenen Wahrnehmung zu hinterfragen? Und damit willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen, spannenden Episode Deutsche Sagen hier bei The Captain Phil. Bevor wir uns in die düstere Welt der deutschen Sagen und Legenden begeben, möchte ich euch jedoch nochmal daran erinnern, dass ihr mir gerne einen Like und einen Kommentar hinterlassen könnt, wenn euch diese Videos gefallen. Ich meine, im Endeffekt hilft mir das sehr und ermöglicht es noch viel mehr Menschen mit diesen Geschichten, Sagen und Legenden zu erreichen. Solltet ihr draußen den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Heute widmen wir uns einer besonderen und zugleich unheimlichen Sage aus einer kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz. Diese Sage dreht sich um einen Gegenstand, der bis heute in einem Schaukasten zur Schau gestellt wird. Es geht um die Sage von der unverweslichen Hand. Eine Erzählung, die tief in der regionalen Geschichte verwurzelt ist und bis heute Faszination ausübt. Die Quelle dieser Sage ist ein Bericht von Johann Schiller, einem Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der 1853 einen Volkskalender mit dem Titel Der Sickinger Bote verfasste. In diesem Kalender berichtete er von zwei Waldbesitzern aus der Gegend um Eisenberg, die sich erbittert um die Grenzen ihres Waldreviers stritten. Diese Auseinandersetzung führte schließlich vor Gericht, wobei ein sachkundiger Förster als Zeuge herangezogen wird. Dieser Förster jedoch wurde von einem der Waldbesitzer bestochen, um eine falsche Aussage zu machen und somit den Prozess zu seinen Gunsten zu entscheiden. Der Förster beging einen Meineid, indem er unter Eid eine absichtlich falsche Aussage tätigte. Das Urteil fiel schließlich zum Nachteil des rechtmäßigen Eigentümers aus, der nur deshalb verlor, weil der Förster bestochen worden war. Der Gewinner des ganzen Verfahrens zog daraus natürlich einen enormen finanziellen Nutzen, doch der Förster selbst sollte nicht mehr lange überleben. Einige Zeit nach dem Gerichtsverfahren verstarb er, und bei seiner Beerdigung geschah etwas sehr Merkwürdiges. Als die Trauergemeinde bereits abgezogen war und der Totengräber das Grab zuschaufelte, war plötzlich ein lauter, kräftiger Schlag zu hören, als ob der hölzerne Sarg unter der Erde zerbrochen worden wäre. Daraufhin öffnete sich der Boden und die rechte Hand des verstorbenen Försters, mit der er den Meineid geschworen hatte, ragte aus dem Grab empor. Der Totengräber versuchte mehrfach die Hand wieder und wieder zu vergraben, doch es war vergebens. Immer wieder kam die Hand wie ein kleiner Spross einer Pflanze empor und ließ sich nicht vergraben. Die protestantische Kirche von Eisenberg sah darin ein göttliches Gerichtsurteil, da der Meineid an dieser Hand sichtbar zu sein schien. Die Hand wurde schließlich vom Körper des Försters abgetrennt und als ewiges Mahnmal in die Kirche gebracht. Diese Hand, die bis heute als unverwest gilt, wird immer noch in der Kirche zu Eisenberg ausgestellt. Johann Schiller selbst berichtete, diese Hand mit eigenen Augen gesehen zu haben. Die mumifizierte rechte Hand weist einige bemerkenswerte Merkmale auf. Der Daumen fehlt vollständig und die Endglieder von Zeige, Mittel- und Ringfinger sind abgetrennt. Der kleine Finger hingegen ist vollständig erhalten. An den Handwurzelknochen hängt ein Stück der Elle und im Schaukasten selbst befindet sich zudem zwei separate Knochen, die offenbar mindestens von einer weiteren Person stammen müssen. Diese Sage dient als mahnendes Beispiel für Bestechung, Käuflichkeit und Meineid. Sie erinnert symbolisch an die Unvermeidlichkeit göttlicher Gerechtigkeit und verdeutlicht eindringlich die Konsequenzen unehrenhaften Verhaltens. Wer lügt und betrügt, wird letztendlich zur Rechenschaft gezogen und die Wahrheit wird ans Licht kommen. Und so bleibt zum Schluss dieses Videos die unverwesliche Hand des Meineidigen eine ewige Mahnung, dass keine Lüge für immer verborgen bleibt und dass die Schatten der Schuld uns stets verfolgen, egal wie tief wir sie in den Abgrund unserer Gedanken vergraben. Doch inmitten dieser unheimlichen Erzählung stellt sich noch eine weitere, tiefere Frage. Sind wir nicht alle gefangen in den Netzen unserer eigenen Illusion?
unserer Wahrnehmung verzerrt von unbewussten Ängsten und ungesagten Wahrheiten. Wenn das Leben selbst eine Bühne der Täuschung ist, was bleibt dann noch von unserer Realität? Wirst du da draußen den Mut finden, hinter die Masken zu blicken und die verborgene Wahrheit deines eigenen Alltags zu enthüllen? Das Fazit dieser Geschichte lautet: Ehrlichkeit ist von höchster Bedeutung. Man sollte sich nicht bestechen lassen, nicht käuflich sein und stets die Wahrheit sagen. Besonders, wenn man unter Eid steht. Denn die Versuchung, für eigenen Vorteil zu lügen oder Bestechungsgelder anzunehmen, kann nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Andenken nach dem Tod beschmutzen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Episode von Sagen und Legenden der unverweslichen Hand gefallen hat, lasst mir gerne einen Like und einen Kommentar da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal hier bei The Captain Phil.